Friends, wir sind wieder da. Ich soll mal kurz für die Zuschauer, die nicht so Pokémon begeistert, mal kurz zeigen. Hier das kleine süße Evoli, was hinter mir hinterher dackelt. Daneben die große Schwester Tiana. Die ist schon größer. Bald ist ihr großer Bruder nach Dara. Oh, jetzt haben sie sich lieb. Wir gucken uns nicht an, aber die Pokémon können. Oh, oh. Die Superangel bekommen wir erst in Johto für 75.000. Danke, Boll. Was heißt das? Wir ändern den Part leicht um. Ich gehe zu Route 12 angeln. Ist mir so egal. Meine Güte. Ich folge dir mal unauffällig. Ja, ich wollte gerade sagen, am Rand des Bildes kommt der mir hinterher. Und Dodri. Ein Riesendodri. Hätte ich auch schon längst haben können. Habe ich erst mitbekommen, was ich gestern hier gesehen habe? Wie heißt die Endentwicklung von Viscago nochmal? Viscogon? Nee. Ja, das habe ich gesehen und der Tignis habe ich gesehen. Okay. Also gibt's Gen 6 Pokémon. Oder die sind einfach zurückgekommen. Du bist jetzt hingelaufen. Irgendwie bist du mal weg. Ja, ich bin gerade die Route 12 zu weit hochgelaufen. Moment. Okay. Ich bin hier bei Fisherman Andrew, direkt am Ende der Route 12. So. Dann gucken wir mal mein Glück mit der alten Route. Noch nichts. Ja, du musst erstmal. Ach, da bist du. Jetzt spawnst du. Genau. Ja, jetzt schaut ihr uns zwei arme Tröpfs zu, wie wir angeln. Ne, ich angel nicht. Ich möchte nichts hier haben. Kein Seedra King? Ich weiß nicht, was gibt's denn noch? Blackmon für Lasho King. Ich hab einen Kingstein gefunden. Denk mal, habe ich gar nicht hier eingetragen. Ich habe nur Lamus hier eingetragen. Ja, ich kann ja mal mein Glück versuchen. Ich habe ja schon einmal geangelt. Ich habe ja nur noch eine Chance. Bei mir beißt ja nicht mal was an. Das ist mein Problem. Nimm mal der Angel. Ja. Oh, wieder Tintara. Nee, ich verzichte. Du kriegst immerhin was. Ja, hi, Luca. Ganz okay soweit. Und bei dir alles auch gut so? Sieh dir die Angel doch. Ah, dafür ist die Leiste. Welche Leiste? Ja, du hast doch neben deinem Geld hast du doch so 1, 2, 3, 4. Ach, da können wir solche Sachen reinpacken. Schnellzugriff. Ja. Alles klar, dankeschön, Boll. Ich weiß ja nicht, ob Shiny Fishing. Okay, der Boll heißt ab sofort in unseren Aufnahmen Professor Eich. Ich hab Carpador gefangen! Diesmal wieder. Ich will kein Carpador! Luca, ich hab glaube ich seit Donnerstag jeden Tag gestreamt. Ich will diesen Karpfen nicht. Ich nehme diesen Fisch nicht an. Außer ich muss ihn beim zweiten Mal nehmen. Ja, Nina, ich kann es ja mal kurz zeigen. Ich habe verschiedene Beeren. Die mal suchen. Gibt halt so Beeren, wo du die KP heilen kannst, dann Angriffspunkte heilen kannst, dann kannst du die Zuneigung, das ist hier diese orangene Leiste. Und so besser die Zuneigung ist, ich glaube, umso stärker ist das Pokémon auch. Leon. Den kannst du erhöhen. Dann gibt's Bären, damit kannst du dann Paralyse heilen, Vergiftung heilen, gefroren auch. Feuer, also wenn du verbrannt bist, kannst du es auch heilen. Und was gibt's denn noch? Eigentlich für jede Statusveränderung. Ja, dann gibt's noch so andere Sachen. Werte hochboosten, aber Zuneigung runterhauen. Ja, ja. Wo Leon gerade sagte, Gyarados ist stark. Geschenkte Pokémon dürfen wir immer annehmen. Beim Mondberg ist immer noch der Carpador-Verkäufer. Sprich, wir können uns Carpador da jederzeit immer noch holen. Hättest du es mal gekauft, dann hättest du jetzt noch, Ich hätte gerade einen Carpador, ja, ich weiß. Der hat hier, ach, wie heißt es, Mann? Von Fritzelblitz, die Weiterentwicklung. So. Ja. Bitte, 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 Alina. Sind wir noch da oben am Angeln oder bist du schon abgehauen vor Frust? Nee, ich angel immer noch. Es beißt bei mir nichts an. Soll ist ich das, voll muss ich das Evo dir an die Angel hängen und sagen, hier springen mit rein, fangen wir was? Ey, wie bist du immer bei mir weg?
Sind wir noch bei Fisherman Andrew, ne? Ich bin weiter nach oben gegangen, hab da mein Glück versucht. Weil egal, wo ich die Angel reinwerfe, es kommt nichts raus. Hä? Kann der nochmal versuchen. Ich bin ein gearschter Tentakel. Ja, der kommt, glaube ich, häufig. Versuche irgendwie noch zu angeln, ob es ja auch was anderes gibt. Aber bei mir beißt auch nichts mehr an. Doch, Tentakel. Vielleicht auch besiegen. Dann hat Sianna ein neues Level. Ich will es eher fangen, damit der Slot gesperrt ist, damit ich auf der nächsten Route nicht Tentakel fangen muss. Herzlichen Glückwunsch, Sie besitzen jetzt eine Giftqualle. Hi Turtok. Hallo Garados. Hallo Dennis. Ja, hi. Ja, nächste Route, neues Glück. Oh, Glurak hat der gehabt, hast du gesehen? Hm. Nice. Ich gehe mich betonieren. Diffy und Zio haben gar nicht mehr geschrieben, ne? Außer Nice Team und Jö. Ja, und kurz Anwesenheit ist auch was Nettes. Ja, weil du die was gefragt hattest. Ich dachte, die Antwort noch da drauf. Ich hätte schon wieder einen Karpfen fangen können. Oh, wo bist du jetzt schon wieder? Du warst sogar noch hinter mir. Ich bin zwischen Alma und Sebastian am Anfang. Alma und Sebastian. Krabi darf ich nicht, habe ich schon. Nur noch am Angeln. Okay. Ach, Corailon, wie soll's laufen? Ich angel mich hier halb zu Tode. Cool, Luca, Level 50. Wird auch mal Zeit jetzt bei dir. Hat er jetzt Platoon bis Max-Level hochgeholzt? Jo. Ob die irgendwann noch mehr Level einbaut, so bis Level 100? Nee, die hatten da schon einmal mehr. Am Anfang ging's ja nur bis Level 20. Ist so schwer, einen Sepa zu bekommen. Weiß ja nicht. Die Angel nehmen den Sepa, was aussagt. Ja, ich glaube, die Angel heißt Angeln und Angler, wenn keine Angel daneben ist, heißt Surfer. Wird wohl so sein. Obwohl in dem Tentara ist jetzt keine Angel. Wahrscheinlich Pokémon, die du sowohl per Server als auch per Angel fangen kannst. Ich meine, auf Level 22 entwickelt sich Sandan. Meine Güte, hat jetzt Evoli Level 40 erreicht. Weiß ich nicht, Luca. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Ich bin seit Viertel nach drei früh gestern wach. Also ich bin schon über 24 Stunden wach. Ich glaube, wenn das hier erledigt ist, dann werde ich mich hinlegen. Oh Gott, ich krieg nur Tentakel. Ich wusste, warum ich es gefangen habe. Genau, Corailon, da sind wir genau. Aber jedes getötete Tentakel bringt mir 9000 EP. Hm? Oh, ich muss den Karpfen fangen. Aus der Traum von Sidra King. Ah, es kommt ja noch ein bisschen Wasser. Ja, die Safari-Challenge. Ja, und der Weg zur Zinnoberinsel. Ja. Die Sache ist, ob es da Sepas gibt oder nicht. Und vielleicht in Prismania City, da gibt's ja auch noch vor einem Haus. So einen Teich. Stimmt, warum haben wir da nicht geangelt? Ja, weiß ich nicht, weil du ja nicht auf mich aufpasst. Aber da kommen wir ja eh noch hin. Ich hab grad das Problem, der Karpfen bleibt nicht im Ball. Ja,
Korailon? Ich glaube, Safari-Zone müssen wir ein Part draus machen. 5000 für 20 Minuten, Jupp. Hätte ich das eh gemacht. Na, scheiß drauf, ich beiß den Karpfen tot. Klopf noch einmal kurz Baum an, guck, was hätte ich mir da holen können. Nur um mich richtig zu ärgern. Ja, ich wollte ja hier nichts fangen und ich habe gestern auch an den Baum geklopft. Hier gibt's hier dieses Kirsch-Pokémon. Weißt du, welches ich meine? Kikugi! Ja, das gibt's hier. Ich glaube, ich werde es ganz einfach machen. Ich werde offscreen. Und Weberak. Ich hätte einen Raupi Level 30 aus dem Baum bekommen. Hm, stimmt, das gibt's auch. Aber die drei habe ich gesehen. 5000 EP für ein getötetes Raupi. Alles klar, Korailon. Wir werden uns hoffentlich dran erinnern dann. Das ist aber meistens immer so, dass man Fuchs sein lässt, die man Surfer bekommt. Ja, bitte? Doof gelaufen. Also im Original war das so, du musstest, glaube ich, die Goldzähne von dem Wärter der Safari-Zone holen, dann hast du Surfer bekommen. Oder war das Stärke? Nee, Surfer. Nee, du hast Stärke bekommen. Surfer war in der Safari-Zone und Stärke hast du bekommen, wenn du die Goldzähne gebracht Hilfe! Hast. Hilfe! Ich spiele gegen den Vogel Donald Duck! Na, ach da. Oh, er hat Mr. Lau. Du hast einen Porenta? Ja. Verfetcht die. Die haben auch zum Teil tolle Namen. Okay, Korailon. Aber nicht mehr verraten. Rote 14, hier darf man ja nicht angeln. Es geht doch zu angeln. Aber hier gibt's nur Sterndu, Karpfen, Goldini und Kingler Krabi. Und noch ein versteckt und noch ein unbekanntes. Ja, Stami ist auch cool. Was ist euer Lieblings-Pokémon? Sagt mir wahrscheinlich eh nichts, aber man kann ja mal fragen. Ich probier mal mein Glück, ich hau den Baum an. Also von Drago, das Lieblings-Pokémon ist Latios. Das wird ja hier wohl nicht vom Baum fallen. Erstmal nur ein paar Beeren bekommen, ich probiere den nächsten Baum. Also in der ersten Gen war das mein Lieblings-Pokémon. Was du jetzt hier siehst, das Arcani. Hm? Fand ich ganz cool. Ich gehe mich betonieren. Sonst? Radfratz Level 32! Totstampfen! Hier gibt's auch Bäume, wo du... Hier unten ist auch noch ein... Nee, ich versuche... Ja, ich versuche aber da oben nachher, nach den Bikern, Hi, Marv. Ich cutte mich hier erstmal durch, ich will die Biker vermöbeln. Oh mein Gott, da ist Biker Lukas HD. Ja, der heißt wirklich Lukas, deswegen. Endlich mal ein Grund, den in den Arsch zu treten. Zoroark. Zoroark ist auch das Lieblings-Pokémon von, von Sephi. Ja, ich wollte gerade sagen, wer das nicht kennt, hat die Zeit verpennt. Boah, wer interessiert sich denn bitte für Mew, ey? Ich hab letztens von jemandem Shiny bekommen. Ja. Das sieht aus wie besoffen. Du bist der richtige Shaker, ey. Shake, shake, shake. Der Fies hat sich natürlich gefreut, wo er bei mir in der Nuzlocke-Challenge das Zoroark übernehmen durfte. Ist nun mir leider verreckt. Ja, Zoroark ist, ich glaube, Zoroark ist schwer zu spielen. Den darfst du nicht als Lead bringen und sowas. Wenn du ihn mittendrin bringst, dann kann er, glaube ich, gut aufräumen. Meins konnte auch von Anfang an gut aufräumen, ich musste nur aufpassen. Genau, ich habe Isaac besiegt und Lukas ist direkt hinterher gekommen. Finsterschein? Hast du einen bekommen? Nee. Oh, ich habe eine Riesenperle bekommen. Und? Ach, Polsche, wer braucht das denn jetzt noch? Hä? Oh, ein wildes Tanzer.
Ja, kannst du überlegen, ob du dir Vostelka auf Reserve holst, Käferstahl. Also, es gibt nur ein Käferstahl-Pokémon. Das ist Mascherox. Was würde ich mit Vostelka? Oder war Vostelka Pflanzestahl? Nee, Vostelka ist Käferstahl, da hast du schon recht. Ich meine halt nur, dass es nur ein Käferstahl-Pokémon in meinem Team geben wird und das ist Sherox. Ja. Schade, ich dachte, er sagt noch den Satz, welchen Satz. Gibt's ja auf dieser Route nicht auch mit einer Mini-Wahrscheinlichkeit Sichler? Nee, in der Safari-Zone. Oh, da musst du wirklich mit dem Glück spielen. Was dürfen wir nicht jedes Pokémon in der Safari-Zone fangen? Wir zahlen da $5,000 für. Ja, okay. Für die Safari-Zone weichen wir es auf. Außerdem brauchen wir mal Pokémon, weil es gibt ja auch irgendwann den Du Effekt, hast nur Alter. Probleme, dass du bestimmte Typen nicht hast. ich hab alles. Ich hab Psycho, ich hab Flugunlicht, ich hab Wasser, ich hab Eisbogen, ich hab Feuer und ich hab Elektrostahl. Bin top ausgerüstet. Wieso? Achso, das Tanz hat bestimmt Robustheit, weil es ja gerade einfach mal Flammenwurf von Arcani überlebt. Los, Vucado, in die Erde! Oh, wer ist denn nochmal Finontor? Finontor ist die Weiterentwicklung von Schnepke, das war die schwebende Eiskugel. Die schwebende Eiskugel mit den zwei schwarzen Hörnern. Ach ja, aber das gibt's doch erst in Höhen. Das Nein, schon das in Yoto? Ist kein zweite Gen-Pokémon. Es ist dritte Gen, aber er wird wahrscheinlich gelesen haben, dass es in der Yoto-Region bekommen kann. Okay. Aber noch ein Tanzer. Vucado wird Level 40. I need to burn sometime. Shut up and battle. Okay. Shut up and lose, Biker. Evil Jared. Boll, ich hab da mal eine Frage. Ich bin gestern zum Felstunnel gegangen und auf dem Weg stand der Ash Ketchum und der hat mir gesagt, du hast mich nicht mit meinem Kumpel Pikachu im Wald kämpfen sehen, schäm dich. Muss ich denn vorher im Wald finden? Im Vertania-Wald? Welcher Drache? Wie meinst du, Marv? Hör, Slimog, versuch doch ruhig Bisaflor mit Gift anzugreifen. Das ist selber Gift. Es kann nicht vergiftet werden. Ja, unten links vor dem Irrgarten, da ist ein kleines Grasgebiet. Und da ist der. Und da muss ich den als erstes finden und dann kann ich... Oder ist das irgendeine Quest? Oder ich habe keine Ahnung. Ist das hier ein Doppelkampf? Doppelkampf oder Doppelkram? Nee. Einzel. Aber mein Siana ist underleveled, ey. Ich kann mit denen hier nichts anfangen. Also ich bin alle im Schnitt 40. Ja. Nur Magneton ist schon 41. So. Gras. Und Drache. Yes! Hol ich mir gleich in der Safari-Zone. Wo Drache? Ich mag Drachen. Wo sind die? Ja, ich hol mir nachher einen Dratini in der Safari-Zone. Nix da. Ich. Brauchst du noch ein Pokémon, Dennis? Warum? Naja, du weißt, ich hab mir schon Nidoran gefangen. Ich krieg jetzt Nidorina. Das heißt, ich habe Nido King und Nido Queen auf Reserve. Das willst du mir jetzt andrehen, oder was? Ich sag mal so! Nidoran hättest du voll. Also beim Part mit der Felsenhöhe hast du gesagt. Oh. Wolltest du mir Nido. Hier. Was war das? Habitat für Nidoran? Ich weiß nicht aus welchem Grund. Ja, aber jetzt brauche ich es nicht. Ach, hier kann man wieder buddeln? Ja, ja. Da war ich ja gerade.
Ja, ich bin ja runtergegangen. Ja, gut. Und die beiden Trainer, die links, die hatten Glumanda und rechts ein Shiggy. Ja, kann man Siana irgendwas machen? Was macht das denn für Schaden? Boah. Ja, doch gut. Los, Evoli, buddel dich ein! Was? Latiri kann ich nur mit der Super angefangen? Ja, wah, du hast auch keine. Ja, aber du wolltest als Erster, kann ich nur sagen. Da war da oben was? Links? Oder? Wo ich gerade gekommen bin? Komme ich da überhaupt hin? Komm da gar nicht hin, ich. Hä? Wo bist du hingelaufen? Also so viele Biker da oben. Ja. Da oben ist Gras. Achso, da brauche ich auch einen Zerschneider dafür. Ach, hier gibt es dieses Chanera wahrscheinlich auch, ne? In diesem kleinen Gras. Ja, aber wie im Original ist die Wahrscheinlichkeit für Chanera ziemlich bescheiden. Ich war immer ein Lacker. Nö, wir haben uns noch kein Fahrrad gekauft, warum? Nee, ich habe zu wenig Geld. Ich habe genug Geld. Ja, du hast ja auch Membership, du. Ich hatte auch viel mehr Glück mit dem Archäologenfund. Schon vergessen. Ja, auch, stimmt. Das wollen wir mal festhalten. Das ist Isaac. Der hat einen Shiny X-Bud. Ich hasse ihn. Achso, du meinst, das ist ein Trainer, das ist ein Shiny X-Bud. Nein! Der eine Spieler hier unten. Der Rikua. Ja, nicht schlecht. Läuft erstmal mit Shiny X-Bud rum. Das wäre auch cool, aber ich durfte ja kein Zubat fangen im Mondberg. Weil du es besiegt hast. Nee, weil keins gekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gefangen habe. Ich glaube, das willst du sogar vergessen. Ja. Ich sag mal, das Fahrrad muss ich ja noch holen, weil den ganzen Westparcours von Prismania nach Fuxania kann ich ja nur mit dem Fahrrad ablatschen. Mhm. Ja, der arme Dennis hat kein Geld. Oh! Mein Siana erlernt Morgengrauen. Das ist gut. Ja, wenn es halb tot ist. Ja, sicher. Aber kann ich die Überreste wegnehmen? Kann ich dem anderen geben? Weißt du? Also du musst auch noch die ganzen Biker vermöbeln, die ich schon längst kaputt gehauen habe. Ja, wie nehme ich denn hier so ein Item weg? Indem du einfach das Pokémon auswählst und das Item aus dem Kasten einfach rausziehst. Nee, ging nicht. Ich muss auf das Item draufklicken. Los, Evoli, hol mir was Schönes raus. Eine Potion. Komm, Evoli. Oh, noch eine Potion. Komm, Evoli, aller guten Dinge sind drei. Rare Candy. Ich glaube, Mammutl steckt viel ein. Und mir hat man erzählt, Rare Candy kann verkauft worden. Was ist los? Upsi! Ich hab eine Riesenperle gefunden! Ja, ich auch. Habt ihr keine Sorgen, ich hab auch eine gefunden. Oh, schade. Das war das erste, was ich gefunden habe bei den Löchern. Also ich habe zwei Potions, einen Sonderbonbon und einen Rare Candy bekommen. Sonderbonbon ist Rare Candy. Riesenperle. Ja, aber meine Riesenperle ist ein Stückchen größer. Gut mal gesagt. Was? Das hier ist schon Route 15? Okay. Was? Sonderbonbon kriegst du 18.000? Ja. Die bringen Geld, weil am Ende das Level ziemlich hardcore wird, nach Aussagen der Leute. Und zum Ende hin. Mein Sian hatte gar keine Probleme gegen die Biker. Ja, die haben ja auch alles nur Gift-Pokémon, also ich bin da auch mit Zart durchgebrettert. Also die hätten mal was anderes. So, liebe Leute, ich gehe mich aufheilen, der Kollege Trilizenziana bei den Bikern und dann sehen wir uns auf Route 15 wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.